Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. Wir haben jetzt Luca verlassen. Level 2 Speicherspherit für Reisende. Mitglieder der Besaid Aurochs haben eine Funktion eingebaut, durch die sie vom Spherin direkt ins Blitzballstadion teleportiert werden. Blitzball Scout System, nein, danke. Ja, wir können jetzt ja für unser Blitzball Team könnten wir weitere Mitglieder anwerben, wollen wir aber nicht. Was wir aber wollen, ist hier dieses eine Level von den beiden hier nur kurz investieren. Und ich sehe, wir brauchen dringend wieder Ability Spheroiden, denn wir haben jetzt unseren letzten gerade investiert. Alles klar. Und in der letzten Folge haben wir etwas Wahnsinniges erfahren. Wir haben die Identität von Sin erfahren. Sin ist niemand anderes als Jack, der Vater von Tidus. Aber wie das möglich ist, haben wir noch nicht erfahren. Was ist das? This is a statue of Lord Mihen. 8 centuries ago, he founded a legion known today as the Crusaders. In just a few short years after their founding, their ranks grew throughout Spira. The Maesters of Yavin feared an uprising and accused them of rebellion. So Lord Mihen walked along this very road to go face their charges and refute them. He succeeded in winning the Maesters' trust, and his legion became an arm of the Yavin clergy. It was then that Yavin gave them the name Crusaders, which they have kept ever since. And the rest is history. Alles klar, das ist also Sir Mihen, der Gründer der Bürgerwehr. Gut zu wissen. Oh. Ha, that one looks slow. It's also tough. Let me handle this. No way, I can take it. Ja, ich glaube nicht, dass das so ein Kinderspiel ist. What the? Ja, jetzt kommt auch mal ran. Jo. Sir Aaron's the best. I could have done that. Ja, mit Aaron können wir nämlich das gepanzerte Gegner ganz easy angreifen. Und wir bekommen Kraftsphären, ich krieg's kotzen. Ja, wir müssen jetzt echt mal schauen, dass wir ein paar Ability-Sphären kriegen. Ups. Du verteidigst. Du kümmerst dich mal um die Hähnchen. Sehr schön. Verteidigen. Okay. Du gehst mal für Aaron rein. Der hat sich dann mal hier um den Hideout-Panzer gemacht. Du kurz für Kimari zum Verteidigen. Und Lulu macht den Rest mit einem Feuer. What next? Feuer auf das Teilchen Weiß. Burn, baby, burn. Und keine Ability-Sphären. Was ich aber mal ganz kurz machen sollte. Abilities. Luna, komm. Gönn du dir und du dir mal. So. Wir kommen uns jetzt mal hier. Do you know what those ruins are from? Some old city? Correct. A city most ancient. A terrible testament to Sin's power. I tremble every time I see them. Compared to Sin, humans are mere mud puppies. But I believe humans are the only ones capable of defeating Sin. A good reply. I am relieved to hear you say that, Milady Summoner. Oh? Where are my manners? I am matron, a scholar, at your service, Milady. I am on a journey, studying the history of our world, Spira, seeking its stories and secrets. My travels have taken me to many places, and I am troubled by what I have seen. Fragile smiles on people's faces, crumbling at the mere mention of Sin. They are counting on you, milady. Give them a reason to rejoice once more.
I will. Ja, die Kraft von Sin ist ja schon nicht beeindruckend. Aber trotzdem, es Sin bzw. Jack muss gestoppt werden. Hier haben wir noch eine Truhe mit einem Eisschwert. Haben wir schon ein zweites Mal. Okay, ein Hinterhalt. Sehr schön. Du wärst ab. Du kümmerst dich um den. Du kannst auch abwehren. Einmal bitte Titus. Und tschüss, du Dingo. Yuna. Ja, du gehst ab. Und jetzt kommt Wacker rein und der Ding ist im Kasten. Oh, sehr schön vernichtend. Du, 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 du. Ich will Abilities verrieden. Ist das so viel verlangt? Okay. Was? Chocobos? Lady Summoner, I presume. Yes, I am Yuna. I am Lucille, Captain of the Jose Chocobo Knights. And I'm Alma. We've been charged to guard the high road. There have been reports of a large fiend appearing in this area with a taste for chocobos. Do take care, Summoner Yuna, if you are to rent any chocobos. Thank you. We will be careful. Good. We should get back to our rounds. Farewell. Our prayers are with you. Okay. Ein Mantel, das Chocobos frisst. A large fiend. Let's go get him. Why? It's the right thing to do. It's the right thing to do. Was ist los? What they say now? Jekt said that a lot too. And every time he said it, it meant trouble for Braska and me. Okay. Haben wir schon einiges mit Jekt gemeinsam. Wow. Okay, du kümmerst dich um den Dingo. Abwehren. Oh, sehr schön. Jonas hat die Ekstase voll. Jetzt haben wir nämlich mal eine neue Aktion für Kimari. Und zwar können wir jetzt hier Dragonik auf ihn einsetzen. Und wir erlernen Flammen. Einmal Lulu bitte. Komm. Einmal das Feuer. Und jetzt mit Owen ist die Katze dann auch schon im Sack. Kriegt man Gamma 8 auf? Anscheinend nicht, aber wir kommen gut auf die Schnauze. Yuna. Let them come. Weiß man. Ah scheiße, wir sind verstummt. Dann machen wir das anders. Waka's back on the field. Ja, sehr schön, Wacker. Stay down. Ja, ein Blindgänger für dich. Zack. Und Tschüssikowski? Nein, noch nicht. Ja, dann eben von Wacker. Alles klar, kein Thema. Eine Abilities verriet, ich werde nicht mehr. Hier ist nichts mehr. Aber hier, ganz wichtig, hiervor sollte man wirklich mal alles an Sphäre-Level verbrauchen, was geht. Besonders bei Yuna. Weil hier gibt's, kommt ein kleines Event, kann man nennen. Einen Zeitverrät, mehr Geschick. Ups.
So, dir wollte ich. Weil du hast ja auch noch ein bisschen mehr Geschick verdient. Ja, Owen. Owen ist einfach so. Was mache ich hier? Allesbrecher, okay, nice. Da wollen wir irgendwann mal hin. Ja, Owen ist einfach so. Ein Allrounder kannst du. Noch nicht mal ein Allrounder kannst du sagen. Owen ist einfach so da, der ist so ein sturer Typ, kannst du sagen, der geht stur auf. HP, Angriff, HP, Angriff, HP, Angriff. Also das ist bei dem richtig krass. Was ist eigentlich hier? Das ist. Oh, Krafttyp. Meine Hände sind von. Meine Hände waren gerade von der Tastatur runter. Okay, was haben wir hier? Erstmal mehr Magie und einen neuen Zauber, und zwar Engel! Sehr schön. Was haben. Na. Beten? Okay, was ist. Ja, okay. Hier müssen wir lang. Und dann noch einmal bitte. Zack, zack, zack. Oh, aber das sind 1200. AP, aber wir sprechen jetzt mal mit Madame hier. Ah, a summoner party. You too are a summoner? My name is Belgamine. You are? My name is Yuna. The High Summoner's daughter. I've heard much of you. But you are still fresh on the road, are you not? Yes, I am. I might have a few things to teach you. Eine Lektion? Let us see which are stronger. My aeons or yours? A one-on-one match. Not to the death, of course. What do you say? Warum nicht? I'll do my best. Good. Before we begin. Your aeons have been healed. You can fight with your full strength. Come. Okay. Okay, sie kämpft dann mit Giftig. Das Problem ist, wir können nicht zwei Bestien gleichzeitig rufen. Also es können nicht zweimal die gleiche Bestie auf dem Feld sein. Also müssen wir jetzt bei Fahrer suchen, weil Ifrit für uns gesperrt ist. Und ich habe schon wieder vergessen, wie ich. Show me how strong of a link you forged with your aeons. Ihr seht jetzt hier, Ifrit ist gesperrt. Also müssen wir mit Verfahren ankommen. Ja, ich mache nach dem Kampf die kurzen Animationen an. Merke ich mir. Kurze Animationen an. Kurze Animationen anmachen. Ich glaube, das ist mittlerweile schon so ein Running Gig, dass ich das dann aber vergesse. Moment. Okay, wenn wir das jetzt machen, sind wir jetzt einmal dran und dann. Oh, okay. Zack. Die Statuswerte einer Bestie erhöhen sich, wenn das Medium stärker wird. Derselbe Ifrit kann also unterschiedliche Statuswerte aufweisen, abhängig von den Fähigkeiten des jeweiligen Mediums. Dieser Ifrit verfügt über viel AP und hohe Angriffskraft. Nur durch geschickten Einsatz der Befehle sanfter Tour und harte Tour ist es möglich zu gewinnen. Durch die sanfte Tour füllt sich die Ekstase-Leiste nicht mehr, dafür erleidet die Bestie weniger Schaden. Durch die harte Tour muss die Bestie mehr einstecken, doch dafür füllt sich die Ekstase-Leiste schneller. Wenn der Gegner zu einer sehr kraftvollen Attacke ansetzt, sollte die sanfte Tour gewählt werden. Dieser Ifrit wiederholt seine Attacken in der Reihenfolge Angriff Meteorit. Demnach wird er nur mit dem Meteorit angegriffen. Diese sanfte Tour sollte jetzt gewählt werden. Dann machen wir das doch mal. Sanfte Tour. Okay, und dann jetzt mit harte Tour. Oh ja, das geht super ab. Aber jetzt wieder sanfte Tour. Und wir leiden nur einen kurzen Schaden. Dann machen wir jetzt wieder harte Tour. Und dann sollte eigentlich auch schon die Leiste voll sein, oder? Na, ich glaube nicht. Ne. Sanfte Tour. Das Problem ist, wir können uns glaube ich nicht heilen.
könnte sein, dass wir jetzt drauf gehen. Boah. Solarisstrahl. Alles kalkuliert, alles berechnet. Und jetzt bürstet das Ding weg. Und tschüss. Top. Das hat ja ganz und gar nicht super funktioniert. Das war ganz und gar nicht close. Sehr schön. Stop. That is enough. Super. Hast du gut gemacht, Falfare. Ich bin stolz auf dich. Ja, es gibt keine AP dafür. Und keine Items. Not bad for one so young. I underestimated you. Take this. You've earned it. Einen Echo-Ring. You show promise. With more training, you could defeat Sin. Thank you. But I think you might defeat Sin before I am able to. I cannot. Was? Or should I say, I was not able to. Was? You mean... Farewell, Yuna. We'll meet again. Es war hier nicht möglich? Okay. Aber wir schauen uns jetzt erstmal hier den Echo-Ring an, den wir bekommen haben. Der ist nämlich super für Yuna. HP plus 10 und Stummschutz. Das heißt, Yuna kann nicht mehr verstummt werden. Aber wir laufen dann erstmal ein bisschen weiter. Denn die Mienstraße ist noch lang. Oh oh. Don't break any bones, old man. Paar Tage gemacht drauf, bitte. Das Problem ist bei diesen Bombern, wenn die dreimal angegriffen werden, gehen die mal schnell hoch. Kimari. Hier können wir nochmal Draconik ein. Das ist mir zu gefährlich. Das ist ja gerade zu gefährlich. Ich glaube, Draconik macht den auch nochmal größer. Yuna. Let me help. Verteidigen. Verteidigen. Und jetzt kommt Lulu. Mit der ist das kein Thema. Well then, what next? What? Schwarzmagie. Eis. Freeze. Oh ja, Eiszeit. Und er wird noch einmal größer. Abwehren. Abwehren. Jetzt kommt nochmal Feuer. Abwehren. Abwehren. Und das Ding ist im Kasten. Eiszeit und Tschüssikowski. Das war's mit dem Bomber. Wenn man die taktisch angeht, ist das kein Thema. Hast gut gemacht, Lulu. Ein krasses Verhoid. Gut. Dann gehen wir mal etwas weiter. Oh, da habe ich doch schon eine Truhe entdeckt. Und einen Kampf. Oh, drei Dingos. Oh, und Yuna pennt. Einmal wieder abwehren. Keine Sorge, der Meister ist dran. Erste Vieh ist weg. Owen kann verteidigen. Und Walker ist dran und der kann auch mal verteidigen. Na, verteidigen. Ja, stumm ist er. Ich kann mal zeigen, was passieren würde, wenn wir jetzt angreifen würden. Die würden super easy ausweichen. Ich glaube, nur Wacker hätte noch eine Chance zu treffen. Ja. Aber ich hoffe, wir haben mit Tito so ohne Probleme. Ey, du bist stumm, du kannst nicht reden. Fünf Krafts für reden. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen, dass wir jetzt so viel nicht. My Lady Summoner. Oh. You're a summoner? Yes. My name is Yuna.
I'm Callie. Hey, nice Callie. To meet you, Callie. Lady Yuna, are you going to bring us the calm? Yes. Very soon. Yay! We're looking forward to another calm, my Lady Summoner. I'll do my best. And good luck to your guardians as well. Ach. Ist ja nicht der Rede wert. Tschüss, Kelly. Ich kann mir jetzt nur denken, was jetzt kommt. What's the calm? Ich wusste es. The calm is a time of peace. It comes after a summoner defeats Sin and lasts until Sin reappears. Sin dies and is reborn. I get it. I thought it was weird. Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait, if it just comes back... Don't say it isn't worth it. Because it is. Even for a little while, people can sleep in their beds without being afraid. That kind of time is worth anything. Don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna, I remember them well. Das kostbarste Gut auf der Welt. Frieden. Hey, Blitzball. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Kackspiel. Hey, was soll denn das? Das war mein Ball. Der ist aber ganz schön weit geflogen. Du hast was drauf. Nein, ich will nicht Spieler werden. Einmal ihmchen weg. Dich machen wir nicht dumm, sondern blind. Yuna kann dann eigentlich, muss noch nicht mal sich verteidigen, kann sich aber sofort heilen. Zack. Kimari. Und Ludo. Und ja, deswegen sind alles ein bisschen verwundbar. Okay, Tidos. Ich bin mal ein bisschen drauf. Zack. Wir können jetzt einfach mal so ein bisschen hier kämpfen, ne? Können wir uns mal gönnen. Oh. Schöner Schaden von ihm. Nicht von dem Lasten. Aber Kimari regelt das. Moving on. Und Lulu macht, kriegt die Endanimation. Hey, Billy, sie ist sehr ruhig. Jawohl. Was ist dazu zu sagen? Dies ist ein Schutz gegen Hitzemonster, aber das sind viel Medium. Bitte nehmt das an euch. Ein Vulkanring. Und der nächste Schaden. Oh, Augen und ein Bomber. Wer bitte ab? Okay. Exas ist voll. Tidus ist tot. Benutzen wir mal eine Phönixfeder. Maybe I'm in a slump. Super, alle haben am Kampf teilgenommen. Ludo kann dann schon mal den Bomber ein bisschen einfrieren. Ja, der wird schon wieder größer, ist klar. Dann einmal bitte Wacker. Wacker, Wacker. Und tschüss. Oh, top. Yuna. Abwehren.
Oh, jetzt kriegt aber Ludo auf die Schnauze. Nein, nicht Blitz. Eis. Oh, freue ich mich schon auf die stärkeren Varianten. Super. Rowan, verteidigen. Rowan, Baka. Hey, du sollst angreifen. Und tschüss. Damit ist die Katze auch im Sack. Ja, du bist echt gut. Super. Alles klar. Dann noch einmal bitte Yuna zu heilen. Zack, zack. Zack, zack. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.